So, Leute, ich bin zurück hier, nachdem ich jetzt meinen Rechner neu geschaltet habe. Hoffe ich mal, dass hier wieder Fehler aussehen. Der Ton wollte nämlich gerade überhaupt nicht mehr. Ja, ich musste leider ein paar Sachen überspringen, weil der Ton, mein Macker hatte, ich glaube, ihr habt es kurz mitgehört gekriegt. Hat er eine Katze gemalt? Eine Katze? Wieso geht das Glas nicht kaputt? Egal. Wir hatten einen Brief gelesen. Ich konnte ihn leider nicht vorlesen. Wenn ihr ihn lesen, ich hoffe, ihr habt ihn nachträglich gelesen. Können wir ihn eigentlich noch lesen? Lauras Brief, den prüfen. Dann lesen wir ihn jetzt nochmal vor. Liebste Laura, ich habe diesen Brief Rachel anvertraut, damit sie ihn dir gibt, wenn ich gegangen bin. Ich bin jetzt weit weg, an einem stillen, wunderschönen Ort. Bitte vergib mir, dass ich mich nicht bei dir verabschiedet habe. Pass auf dich auf, Laura. Sei nicht zu streng zu den Schwestern. Und Laura, was James betrifft, ich weiß, dass du ihn hast, weil du meinst, er wäre nicht mehr nett zu mir. Oder nicht nett zu mir. Aber gib ihm bitte eine Chance. Es stimmt, dass er manchmal etwas grob ist und nicht oft lacht, aber im Inneren ist er wirklich ein sehr netter Mensch. Laura, ich liebe dich wie meine eigene Tochter. Wenn sich die Dinge anders entwickelt hätten, hätte ich dich gerne adoptiert. Herzlichen Glückwunsch zu deinem 8. Geburtstag, Laura. Deine Freundin für immer, Mary. So, das war der Brief. Dann hatte sie ja noch gesagt, dass sie einen zweiten Brief irgendwo hat, aber... So. Hier hinter waren jetzt Monster, die so eine fetten Viecher wie bei Angela im Zimmer und von dem ich gerade geflüchtet. Ich guck mal kurz auf den Plan, wo ich jetzt hin will. Elevator will ich lieber nicht. Lobby. Ich würde mal gerne da drüben gucken, ob ich da rein kann in die Hotelzimmer. Hier geht's zum Beispiel rein. Scheiße. Ich wollte jetzt eigentlich mal den Knüppel wieder ausrüsten. Aber ich war zu langsam. Ich will keine Munition bei diesen Tieren verschwenden hier. Nicht wert. Ach, ich bin so doof. Stirb. So, gehen wir mal zurück. Wir wurden schon wieder zweimal getroffen hier. Müssen uns mal wieder ein bisschen regenerieren. Ach, nur noch 4 Heiltränke, aber ich glaube, ich habe halt mit den Ampullen noch ein bisschen was da. So, hier geht's nicht rein. Irgendwas Wichtiges? Ne? Irgendwas liegt hier. Was liegt hier? Boah, Munition! Pistole, Pistole, Pistole. Hören wir hier an. Nehmen wir nochmal die Pistole. Gewehrpatronen. Und noch irgendwas? Wäschewagen, nichts Nützliches drin. Da kannst du mal frische Wäsche anziehen, du Schwein. So, na, jetzt habe ich doch schon wieder irgendwas falsch gedrückt. So, jetzt gehe ich mal da drüben bei den Toiletten gucken und links in die Tür. So, Pistole wollen wir. Ansonsten, in der Lobby waren wir ja unten. Durchsucht. Da konnten wir in die Rezeption. Okay. Das heißt, wir nehmen entweder die Treppe nach unten oder nach oben. Mal gucken, wo wir hinkommen. Hier können wir auch nach oben. Gehen wir mal hier nach oben. Einfach mal die Treppe nach oben nehmen. So, es ist hier links. Können wir auf jeden Fall rein. Was liegt hier wieder? Oh, in sich. Ja, sehr gut. Gesundheitstrink nehmen wir gerne. Gewehrpatronen. Ein Fahrstuhl. Wollte ich jetzt nicht benutzen.
Erstmal Hendrix nicht. Ja. Abgeschlossen, okay. Aktentasche ist verschlossen. Da fehlt uns also ein Schlüssel oder haben wir einen Schlüssel? Für Schlüssel. Wollen wir den mal probieren? Tatsache, funktioniert. Schlüssel zu Zimmer 204. Wir sind ja im zweiten Stock, wenn ich mich recht entsinne. Und dann können wir mal. Was? Ich kann den Hörer nichts hören, ob die Telefonleitung wieder durchgeschnitten ist. Gut. Okay. Gut. Da lag noch was hinten. Munition. Bücher. Munition. Das ist ein Buch. Es sieht nicht so aus, als sollte es irgendwo Nutzen sein. Na, zum Lesen zum Beispiel. Aha. Ein aufgeschlagenes Buch. Sieht aus wie ein medizinisches Buch. Ich habe schon genug medizinische Bücher. Keines von denen nie genutzt. Müsste jetzt den Trink da? Ist das da? Ne. Nichts, was besonders nützlich wäre. Was ist da hinten? Hier gibt es Touristenbroschüren, nicht interessiert. Fauler Sack. So. Hier gibt es noch Schrotpatronen. Na, na. Ja, okay. Sonst gibt es hier wohl nichts weiter. Jedenfalls fällt mir nichts auf. Die nehmen wir uns auch mal mit. Dann sind wir ja jetzt auf jeden Fall ganz gut ausgerüstet, denke ich mal. Wir können ja mal gucken. Hier können wir nochmal die Klos inspizieren und dann links zum 204 mal gehen. Ich wollte doch das Menü haben, Mensch. 997, 6, 150 Schrotpatronen. 44. Oh, die sind auf jeden Fall gut ausgerüstet, denke ich mal. Ich hoffe, das reicht. Das geht aber schnell vorbei. 6. 16, 6, okay. Gehen wir weiter ins Klo. Klo hinzu und hier. Fuck, 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 fuck. Ich hab mal das Licht ausgemacht jetzt. Nein, nein, nein. Haut mal ab, ihr fetten Viecher. Ich will euch nämlich gar nicht kämpfen. Nein, nein, nein! Fuck. Lauf, James, lauf! Ach, James, Alter, du gehst mir auf den Sack. Du gehst mir so auf den Sack, du Idiot. Du lauf doch mal weg da! Was ist denn dein Problem? Mann, ich raste aus, ey. So ein scheiß Typ, ey. Oh, ich hab keinen Bock mehr, ey. Ich hab echt keinen Bock mehr, ey. Das geht mir so auf die Eier, ey. Kann ich hier wieder raus? Och, ich hab keine Lust mehr, Leute. Ich komme hier gar nicht mehr weg von den Pennern. Ja, wir haben's verstanden, Mann.
Hallo! Mann, ey. Sind die nervig, ey. Nächstes Mal knall ich die einfach ab, ey. Kannst du mal drehen? Mann. Also, nimm nochmal. Schlüssel zum Mitarbeiteraufzug. Aha. Da geht's durch. Okay, da könnten wir einen Code eingeben. Ganze Fotos verstreut. Was ist das? Das ist der Code. Aber wer hat denn jetzt Entferner? Haben wir schon irgendwas an Entferner oder was bei? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall irgendwas, wo wir das entfernen können mit. So. 202. 1. Ich glaube, die waren alles nicht drin, aber ich kann mal gucken. Ich nehme jetzt mal die Schrotflinte und werde mal versuchen. Mal an sich bitte. Mann, jetzt dreh dich doch mal um. Ey, es ist einfach nicht zu fassen, Mann. Was ist denn dein Problem, Mann? Och, es ist einfach nur ekelhaft. Ich raste echt aus, Leute. Das kann doch echt nicht wahr sein. Wie kann man... Kann denn der Scheiß die Kamera so beschissen laufen hier? Das ist doch echt nicht zu fassen, ey. Ich find's überhaupt nicht lustig. Warum wechselt der schon wieder? Das kann doch wohl nicht sein, ey. Ich hab gerade die Kamera gedreht gehabt. Mann, ey. Ist das zum Kotzen? Mann. Macht keinen Spaß gerade das Spiel. Überhaupt keinen Spaß. Jetzt wechselt er schon wieder hier. Scheißding, ey. Ist mir auf den Sack, Mann. Wer heult da, Mann? Idioten. Dreckspack. Mann, hab ich eine gute Laune gerade. Scheißviecher, ey. So. Wir brauchen was zum Reinigen. Gab's hier hinten nicht irgendwas zum Reinigen? Nee, das war der falsche Raum.